ein Tag auf der internationalen Konferenz des CVJM-Gesamtverbandes. Es ist schon fast ein Paradox. Aus 21 verschiedenen Ländern kommen die Teilnehmenden der Konferenz ins CVJM-Haus Solingen nach Dassel, fernab von Autobahn, Großstadt und Hektik. Teilweise haben die 190 Gäste eine Anreise von bis zu 11.000 Kilometer auf sich genommen, um dabei zu sein. Aber ohne sie würde das Thema auch keinen Sinn machen. Cross-Cultural, the inclusive mission of the YMCA, das Thema der internationalen Konferenz. Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil wir in unseren CVJM immer mehr beobachten, dass wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben, ein multikulturelles Umfeld haben. Leute mit Migrationshintergrund sind verstärkt auch in den CVJM da. Und wir haben überlegt, wie können wir darauf reagieren. Und das möchten wir gerne unseren Partnern, mit denen wir schon lange Zeit international verbunden sind. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind und Impulse geben können in den deutschen CVJM hinein. Der CVJM YMCA ist weltweit die größte christliche Jugendbewegung. In über 125 Ländern gibt es YMCAs vor Ort, in denen sich Jugendliche treffen. Und mein Ziel jetzt in der Konferenz ist es, viele neue Leute kennenzulernen, interessante Themen mit denen zu hören. Und auch ein Ziel ist es, dass ich mich mit diesem Partnerschaftsprojekt noch weiterentwickle. Wie leben Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen? Wie kann, soll oder muss der CVJM YMCA als internationale Bewegung auf einen multikulturellen Alltag reagieren? Und welche Bedeutung haben internationale Partnerschaften für das Zusammenleben in den CVJM-Vereinen und Gruppen? How we connect as human beings together, how we connect as a church together, how we connect as Christians in fellowship together. And in this fellowship, we see God's smile, because the image of God is so very important. And this conference has opened the eyes of many, including me, to see the challenges of people in different contexts in migration. Hi from Belarus and Brazil! Hello! Die erste Hälfte der Konferenz ist fast vorbei. Klar ist jetzt schon, das Thema Migration ist relevant. Erfahrungen und Wünsche werden untereinander ausgetauscht, Freundschaften geschlossen und Horizonte erweitert. In den Tagen erlebt man hautnah, was ein multikultureller Alltag sein kann.